Und jetzt geht es um den Titel im Bantamgewicht von We Love MMA. Und das Ganze unter der Leitung eben von Steffen Ramelow, der hier nochmal kurz ein paar Worte an die Kämpfer richtet, nochmal ganz kurz ein paar Reglementsachen klärt. Islam Dzhabailov ist natürlich prädestiniert hier für so einen Titelkampf. In seiner Gewichtsklasse bei We Love MMA hat er 5 Kämpfe, 4 Siege davon vorgetragen. Also er ist schon einer, bis auf Frederico Gutzwiller, hat er jeden Gegner besiegt hier, den er bei We Love MMA getroffen hat. Und auch hier wieder. Schön. Und gleich wieder in die Guillotine. Oh nein. Ah, nein, hat sich wieder befreit. Schön. Starker Takedown. Sehr schön gemacht von Islam. Jetzt muss er natürlich aufpassen. Das ist die Welt hier von Frederico. Frederico ist ein sehr unangenehmer Kämpfer. Kennt viele Winkel hier in diesem sehr, sehr umfangreichen, umfangreichen Bodenkampf. Islam muss hier wirklich sehr, sehr gefeit sein, dass er nicht wieder in eine Submission hineinläuft, wie sie Gutzwiller das letzte Mal erwischt hat bei ihm. Herr Frederico ist sicherlich der, der das größere Repertoire hier einbringt. Klar, der ist auch schon länger dabei. Also was das größere Bodenkampfrepertoire einbringt. Ich denke, vom Ringerischen haben wir gerade gesehen, noch nicht einmal 10 Sekunden, wer hier die Dominanz ausstrahlt. Und es geht nach oben. Ja, Islam, der hat ja als Ringamateur hat er über 500 Kämpfe schon bestritten. Ja, die athletische Grundausbildung, die er da bekommen hat, die sind natürlich von großem Vorteil. Dzhabailov, der Rechtsausleger. Gutzwiller, der Normalausleger. Schauen wir mal, was der Schweizer hier im Stand noch so zu bieten hat. Oh, zieht er einen Kick hoch. Der hat gefetzt, aber ob der wirklich getroffen hat? Ah, der ist, glaube ich, auf den Handschuh gegangen. Der klatschte es auch so ordentlich. Ja. Aber ist auch ein Signal an Islam, der darf den Handschuh da nicht runternehmen, der darf seine linke nicht hängen lassen. Oh, Low Kick und Islam hat es da hingehauen. Ja, man sieht auch schon, dass die Innenseite des Oberschenkels ein bisschen gerötet ist, allerdings auf der rechten Seite. Wieder der High Kick. Oh, und Körpertreffer. Beide versuchen es mit. Mit Kick-Varianten. Oh, und jetzt schön, schön. Und auch noch gleich die Rolle weiter. Sehr gut, sehr gut. Frederico hält jetzt hier noch den Kopf fest. Versucht jetzt Dzhabailov zu drehen. Das gelingt ihm jetzt auch hier fast. Dzhabailov macht das ganz gut, aber ich glaube fast, dass Gutzwiller ihn ja fast drehen kann. Na, doch noch nicht ganz. Sehr spannendes Match für die Kenner des Sports. Gutzwiller ist wirklich ein sehr unangenehmer Kämpfer. Ja, da hört man ihn schon schnaufen. Da hat er wieder den Kopf, da hat er wieder die Guillotine. Aber ich glaube, der Stolz fast verbietet. Oh, da haben wir wieder die Guillotine. Da sind wir wieder drin. Der rechte Arm ist schon unten drunter durch. Ja, genau. Ja, aber hier die Guard ist nicht ganz geschlossen, ist auf der falschen Seite geschlossen. Ja. Gutzwiller hat zwar den Kopf hier, allerdings kann er damit nicht sehr viel anfangen. Dzhabailov kann das hier einfach. Ja, der sagt auch, I wanna stand up. Come on, guy, I wanna stand up, hat er gerade gesagt. Der will also im Stand kämpfen. Ja, der spricht auch sehr viel mit Islam. Come on, come on. Was erlaubt ist, auch das muss man an der Stelle noch mitgesagt sein. Man darf nicht beleidigen, aber man darf mit dem Gegner reden. Ein Talk ist völlig in Ordnung. Der macht eine tolle Show hier. Für die Leute, die die Tickets in die erste Reihe bezahlt haben, ist das sehr unterhaltsam. Und der Inside-Low-Kick, der zeigt langsam Wirkung, ja. Na, Islam, der zieht sich da auch ein bisschen zurück. Der will nicht diese Kicks dauernd bekommen. Islam hat auch den... Sieht vielleicht so ein bisschen aus, als ob er den Mund weit offen hat, aber er sieht auch nicht so fit aus. Ah, Gutzwiller scheint das nicht beeindruckt zu haben. Ja, die Linke oben drüber. I love it. Sehr schön. Die beiden schenken sich eins und andere ein.
Sind wir mal gespannt. Erste Runde ist gleich vorbei. So, jetzt geht es ein bisschen so noch drum, wer kann das Schlusszeichen setzen in dieser ersten Runde. Gut, Zwiller wirkt wie etwas wieder etwas dominanter hier. Ja. Versucht hier den Halbmondkick aus dem Capoeira jetzt mal rauszupacken. 10 Sekunden. Oh, ja. Da nochmal die Treffer. Und da kommt aber Islam Dzhabrailov nochmal rein. Ja. Aber ich glaube, fast den besseren Eindruck hat Kurt Zwiller hinterlassen. Schauen wir uns nochmal kurz die Highlights an. So, war eine unterhaltsame erste Runde in diesem Titelkampf. Da, wie gesagt, da ging es auf den Handschuh. Macht immer viel Lärm, lautes Klatschgeräusch, wenig Wirkung. Schön getimter Takedown, wirklich wunderbar. Direkt weiter mit der Rolle, weiter mit dem Rad, Verzeihung. Hat ihn aber jetzt nicht wirklich unten halten können. Der Kampf ging ja wieder nach oben. Und Kurt Zwiller schön hier provoziert, aber hier wird ja, da kriegt getroffen. Er dementsprechend auch die Antwort dafür, aber wieder gleich winkt er ihm und sagt, komm doch, komm doch. Ich sehe da jetzt auch keinen eindeutigen Gewinner. Schauen wir uns mal die zweite Runde an. Da wieder der rechte High-Kick. Der rechte Kick ist eine gute Waffe von Kurt Zwiller. Er hat schon hier den inneren Oberschenkel, den rechten inneren Oberschenkel von Dzhabrailov gut verletzt. Oh, da kommt ein Mundschutz reingeworfen. Wo kommt der her? Keine Ahnung. Jetzt hat er... Nein. Was? Ach, das war der Zahnschuss, das war überhaupt nicht zu sehen. Ich habe nun wirklich auch gedacht, den hat irgendeiner aus dem Publikum einfach mal reingepfeffert. Da kommt er aber zum Glück zurück. Okay, danke ans Publikum. Danke ans Publikum, ja. Sehr kollegiales Publikum. War Steffen Ramelow ein bisschen fix so, zack. Ich dachte auch gerade, der Mundschutz kommt gerade reingeflogen. Was war da los, Islam? Kam auch gerade in unsere Ecke. Entweder hat er den ein bisschen hängend im Mund gehabt und beim eigenen Ausatmen durch den Windstoß, den er erzeugt, selber rausgepustet. Wahnsinn. Es ist echt so, ich habe auch wirklich in all den Jahren habe ich fast nie meinen Mundschutz verloren und in meinem letzten Kampf ist es mir passiert und in einem der letzten Sparrings für meinen letzten Kampf ist es mir mal passiert. Aber ansonsten in knapp 6-7 Jahren MMA ist mir das nie passiert. Oh, schön. Oh, manchmal passiert es eben. Dzhabrailov, jawohl, das war abzusehen. Das, ja, und jetzt da muss hat er die Qualität. Da ist er einfach so gut in seinem Timing und auch so gut in seiner Technik und in der Athletik, dass er Kurt Zwiller immer wieder runterkriegt. Aber Es ist halt aber auch das Ding, hier bringt er sich auch in Gefahr. Hier, da sehen wir es wieder. Ja, das ist mit der hohen Guard. Das ist ein nickliger Kämpfer, dieser Kurt Zwiller, dieser Federico Mosquito Kurt Zwiller. Da ist im Prinzip kein Vorteil gewonnen, wenn man ihn am Boden hat. Ja, aber er macht dadurch die Punkte. Er zeigt dann schon, dass er im Ringen der Stärkere ist. Oh, da war wieder der Inside-Logik und man sieht es richtig hier. Wahrscheinlich auch zu Hause auf dem Bildschirm, dass sich das Bein ziemlich rötet. Oh, oh, oh. Tiefschlag. Kurzer Zipfeltreffer und dann geht's aber weiter. Und da haben wir, das Bein wird langsam schon ein bisschen malat, wie man bei uns so sagt. Und Dzhabrailov, der bleibt aber stehen. Der geht auch wieder nach vorne. Oh, schön, die rechte rein. Die linke rein, Verzeihung, die Schlaghand. Er zeigt immer, dass er da ist. Islam Dzhabrailov. Klar, wer kriegt schon mit 19 die Chance auf einen Titelkampf? Oh, Tornado-Kick. Schön. Oh! Das wer hat ihn da wen getroffen? Oh, stark. Wer hat da wen hat er getroffen? Beide im selben Moment eine Spinning Backfist. Von beiden. Schön. Ich glaube, schöner Takedown. Und jetzt muss Islam Dzhabrailov aber ein paar Treffer zumindest landen. Zumindest ein paar Mal treffen. Dass er zeigt, okay, hier, ich beschäftige ihn. Ich schlage ihn, aber er hat da zu großen Respekt davor, dass Kurt Zwiller ihn sofort in eine Submission reinpackt. Zu Recht aber auch. Zu Recht. Ellbogen zum Körper. Schläge zum Kopf. All das könnte Islam jetzt mir mal auspacken. Ja, das war jetzt zum Beispiel etwas. Ja, Headbutts sind leider nicht erlaubt, ja, dass ihr es auch mal kurz überlegt habt.
So, und Godzilla, der hat jetzt beide Hände von Jabir Ilov festgenommen. Um gedreht zu werden. Oh, schöner Frontkick. Ja, das Duell, das wogt hier hin und her. Es gibt keinen, der sich absetzen kann. Das. Oh, schöner Superman-Punch. Ja, Federico. Wann immer er das hier so abschüttelt und sagt, ah, das war kein wirklich guter Treffer, dann weiß man eigentlich, dass man jemanden getroffen hat. Weil dann kam man mit etwas, das man nicht vorhergesehen hat. Und das ärgert einen. Was sind von beiden nur so Einzelaktionen? Kaum so, sticht der Moskito jetzt nochmal in den noch verbleibenden 40 Sekunden. Oder kommt Boss, der Wolf, wie Islam Jabir Ilov ja genannt wird, kommt der noch zu seiner Beute. Oh, schöne linke Overhand. Beide. Oh, und das akzeptiert Federico auch. Jetzt Jabir Ilov hat schon gerötete Stellen hier an der Innenseite seines Oberschenkels und auch an seinen Armen. 15 Sekunden noch in der Runde. Oh, Jabir Ilov kopiert jetzt die Stellung seines Gegners. Oh, und wieder der Halbmondkick. Ja, der wischte übers Gesicht drüber. Ein richtiger Treffer war es nicht, aber da ist nochmal die linke drin von Godzilla. So, eine haben wir noch hier. Da es ein Titelkampf ist, 3 Runden. Und hier wieder nochmal der schöne Wurf hier von Jabir Ilov. Schön eingehakt, oben in der Guard-Position gelandet. Und hier der Kick, bam. Und jetzt möchte ich auch nochmal die doppelte Spinning Backfist sehen. Und hier. Ich glaube sogar, dieses Geräusch, dieser Knall, den man gehört hat, die sind mit den Handschuhen oben aneinander gekommen. Das war Leder auf Leder. Aber ja, Federico sieht auf jeden Fall sehr, sehr viel fitter aus. Der hat nicht mal den Mund offen. Finale Runde, jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke, Federico wird jetzt hier nochmal versuchen, mit Low Kicks zu punkten. Den Halbmondkick müssen wir natürlich auch noch im Auge behalten. Islam jetzt etwas zu verhalten. Schön, guter Wurf. Jetzt aber die Frage. Oh, wieder hier die Guillotine. Na gut, Spiller, der ist darauf eingestellt. Der weiß, was kommt. Ja, der hat sofort das probate Mittel bereit. Der Kopf wird gleich rauskommen. Da ist noch viel zu viel Platz. Die Frage ist nur, wechselt er gleich zu etwas anderem? Ja, hier zur Triangle zum Beispiel, zum Armhebel. Aber Islam, sehr gut. Gut verteidigt von Islam. Das hat er kommen sehen. Und da wollte er sich natürlich jetzt nicht noch hineinfallen lassen. Ja, es ist ein spannendes Duell, weil es einfach keinen gibt, der es wirklich so klar beherrscht. Ja, Godzilla ist immer gefährlich hier am Boden. Der ist so einer, der zaubert vielleicht noch in den letzten 20 Sekunden noch eine krasse Submission raus und gewinnt den Kampf hier. Er hat auch die Ruhe dafür. Da ist nichts zu erkennen, dass der jetzt in irgendeiner Art und Weise hektisch, panisch kann man ja gar nicht reden. Da wird keine Aufregung macht sich da breit bei dem. Von Islam würde ich mir wünschen, mal etwas mehr die Hammerfist zu bringen, sich mal ein bisschen aufzurichten, aber er weiß wahrscheinlich um die. Oh, Ellbogen zum Kopf. Ah, mal aufpassen, ja, das darf er nicht. Godzilla redet hier mit dem Referee. Ja. There's no fight. Er kämpft gar nicht. Er will nicht kämpfen. Der will hier provozieren. Naja, klar, das treibt natürlich den anderen noch an. Aber Islam trifft hier ganz gut. Er trifft ganz gut. Hier, schlägt auf den Kopf ein. Zwei Minuten und 30 Sekunden noch knapp. Godzilla ist hier dann definitiv noch der fittere Mann, aber er ist auch der Mann, der jetzt den Sieg nach Hause bringt. Oh, schöne linke Overhand. Da schluckt er die linke, provoziert gleich weiter. Und Islam probiert es jetzt auch mal zum Körper.
Und auch hier wieder der Takedown. Ja, damit gewinnt er aber längst Zeit, muss man sagen. Ich meine, er hatte, also man kann jetzt schon für Guts Wille argumentieren, hier findet nicht großen Kampf statt, aber andererseits, Islam hat jetzt zweimal geschlagen, hat jetzt auch einmal gut getroffen in meinen Augen, hat jetzt hier wieder den Takedown geholt. Und ich meine, Guts Wille könnte auch hier was tun, ne? Ja, und von er spricht auf den Gegner ein die ganze Zeit. Das ist schon so eine... Jetzt muss Islam aufpassen, dass er die Beine und den Kopf weit hinten lässt. Er müsste seinen rechten Arm vor allen Dingen freikriegen. Er muss aufpassen, dass er den Kopf nicht zu weit unten hat, weil ansonsten kann Guts Wille hier zur Triangle gehen. Ja... Eine Minute, 15 Sekunden noch. Und in meinen Augen macht Islam gerade hier die Runde. Er ist der arbeitende Partner hier, der arbeitende Mann. So, die letzte Minute hat angebrochen, die letzte Minute in diesem Titelkampf. Jetzt versucht sich Guts Wille da reinzubringen. Oh, Triangle, Armhebel. Schön verteidigt von Islam. Spannend hier, bis zum Schluss. Wie gesagt, Guts Wille ist ein Mann, der kann in den letzten paar Sekunden noch eine Submission rauszaubern. Ja, er hat die Beine auch weit oben. Das ist so sicher was er so im Hinterkopf hat. Der weiß, er hat schon mal so gewonnen. Sekunden. Zehn Sekunden. Gavrilov arbeitet das gut herab hier. Ist jetzt nicht sehr ansehnlich, aber er macht genau das Richtige. Oh. Das ist der Bantam-Gewichtsgürtel für Islam Gavrilov. Streckt die Hand. Oh, jetzt hat es noch mal ein bisschen einen kleinen Nasencut, glaube ich, gegeben bei Guts Wille. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich das Urteil der Kampfrichter steht natürlich noch aus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Islam, Boss Gavrilov, Boss der Wolf, hat Beute gemacht. Mit 19 Jahren. Holt er sich den Titel im Bantamgewicht bei We Love MMA.